So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Mod-Vorstellung mit mir, dem Lokopa. Ja, für heute habe ich euch eine ganz besondere Mod mitgebracht. Heute möchte ich euch die Environ-Mine-Mod zeigen, eine Hardcore-Survival-Mod in Minecraft, die euer Leben in Minecraft auf jeden Fall um einiges erschweren wird. Ihr seht schon, wir sind hier tierisch am Schwitzen. Das liegt nicht nur daran, dass ich tierisch aufgeregt bin, nein, das liegt vor allem daran, dass wir hier in einer Wüste stehen. Mehr dazu gleich. Abgesehen davon, dass wir, wie gesagt, neue Elemente haben, wie zum Beispiel, dass wir jetzt trinken müssen, dass wir auf die Temperatur achten müssen, dass wir Angstzustände bekommen können, wenn wir in Höhlen sind, sowie auf die Luftqualität achten müssen, gibt es im Übrigen neue Strukturen, da hinten sieht man es schon im Hintergrund, was das ist, das werde ich euch gleich zeigen, sowie eine neue Dimension und etliche neue Blöcke, beziehungsweise die Physik von Blöcken wurde verändert. Mehr dazu jetzt. So, ich habe jetzt gerade mal die Sicht geändert und dann seht ihr auch schon unsere neue Oberfläche, beziehungsweise GUI. Wir haben 4 neue Bars, die es jetzt zu beachten gilt. Zum einen haben wir auf der linken Seite die Temperatur. Unsere aktuelle Temperatur liegt bei 38,36 Grad. Die 2 Punkte sind unsere aktuelle Temperatur, der weiße Punkt unsere Körpertemperatur. Also die 2 Punkte ist die Außentemperatur, beziehungsweise die Temperatur des Bioms. Ganz genau. Und dann müssen wir regelmäßig trinken in Minecraft, ansonsten werden wir sterben. Sollte die Anzahl bei 0% sein, sind wir tot. Auf der rechten Seite haben wir die lilane Bar, beziehungsweise ja, den lilanen Status, der bei 100% ist. Das ist sozusagen in dem Sinne ja der Angstzustand. Der wird verringert, sobald wir in Höhlen sind, das werde ich euch gleich zeigen. Darunter haben wir die Luftqualität, die momentan exzellent bei 100% ist. Aber fangen wir doch mal an mit der Temperatur. Die Temperatur ist eine echt feine Sache, auf die ihr jetzt auch ebenfalls achten solltet. Sollte es euch zu warm werden, könnt ihr einen Hitzeschlag erleiden und andere Effekte dadurch bekommen, wie zum Beispiel Nausea und vieles mehr. Mining Fatigue habe ich auch schon gesehen und vieles, vieles mehr. So, diese Temperatur passt sich der Außentemperatur an. Sprich, wenn ich hier in dieses Plain-Gebiet reinlaufe, da seht ihr auch schon, die schwarzen Punkte sind um einiges gesunken. Dementsprechend wird sich im Survival-Modus, wir sind jetzt im Creative-Modus, wird sich im Survival-Modus diese Körpertemperatur dann anpassen. Das ist aber nicht der einzige Faktor, was die Temperatur betrifft. Nein, solltet ihr in der Wüste zum Beispiel sein und rumlaufen, dann geht diese ebenfalls hoch. Ebenfalls, wenn ihr eine Eisenrüstung anhabt, am besten im Creative-Modus, da wechsle ich jetzt mal rein. Huch. In dem Survival-Modus meine ich so. Und ziehe mir jetzt die Eisenrüstung an, dann wird es uns dementsprechend ebenfalls automatisch wärmer, da wir ja natürlich, weil sich dieses Eisen in der Hitze natürlich dann noch mehr erwärmt und Körperwärme speichert. Deswegen solltet ihr tierisch aufpassen. Ebenfalls ist es relevant, wenn ihr zum Beispiel jetzt an einer Fackel seid oder in der Nähe von einer Fackel, dass diese ebenfalls Wärme praktisch ausstrahlt, sodass es euch dort ebenfalls wärmer wird. Das gleiche gilt auch mit Lava. Hier ist es aber nicht mehr ganz so extrem wie in vorherigen Versionen, wo man teilweise sogar in Flammen aufging, wenn man sich nur Lava nähert. Das wurde Gott sei Dank ein wenig abgeschwächt. Um euch zu zeigen, wie so ein Hitzeschlag aussehen kann, werde ich jetzt mal in diese Lava springen, dann hier in dieses Wasserbecken hüpfen. Es kann sein, dass wir trotzdem draufgehen werden und ihr seht auch gleich warum. Ich werde jetzt hier einfach mal reinspringen. Zack. So. Wir haben keinen Hitzeschlag erlitten. Das war Glück. Warte nochmal. Länger. So, nicht nachmachen. So, jetzt haben wir einen Hitzeschlag. Ihr seht schon, wir haben einen Heatstroke, Mining Fatigue, Weakness, Hunger. Wenn es ganz schlimm wird, haben wir noch den Nausea-Effekt dabei. Und ihr seht schon, wir bekommen trotz allem Schaden. Ihr sollt also tierisch aufpassen, denn an so einem Hitzeschlag kann man ziemlich schnell sterben. Wir werden jetzt mal hier die Sachen ausziehen. Vielleicht hilft das ein. Nein, hilft auch nicht mehr. Hier sieht man schon, dass mein Brainboss guckt. Bei einem Hitzeschlag. Sehr schön. Grandioses Denglisch mal wieder. Das ist sozusagen der Hitzeschlag. Ihr solltet also tierisch auf die Temperatur aufpassen. Es ist also praktisch eine Mod für Leute, die Minecraft ein bisschen herausfordernder haben möchten. Kommen wir doch nun zum Trinkbedarf in Minecraft. Ja, der Trinkbedarf geht gerade in der Wüste ziemlich rapide in den Keller. Der ist jetzt schon bei 97 bzw. 96%. Sollten wir hier in diesem Blaine-Gebiet sein, wird dieser etwas weniger sinken.
Gleichzeitig wird er auch schneller sinken, wenn wir durch die Gegend rennen. Es wird also schon ein wenig auf die Realität ein bisschen geachtet. Doch wie können wir das auffüllen? Müssen wir uns jetzt jedes Mal ein Waterbottle craften bzw. füllen? Nein, wir müssen einfach nur zum Wasser rennen, einen Rechtsklick ausführen bzw. mehrere, bis wir genügend getrunken haben und dann habt ihr euch auch wieder aufgefüllt. In dem Fall haben wir jetzt aber hier den Effekt Dehydration, was so viel heißt, dass das hier ein Ozean ist und wir gerade Salzwasser getrunken haben, was den gegenteiligen Effekt praktisch ausgeführt hat. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt bei 0% oder ja, sagen wir mal bei 5%, wenn uns damit mit Salzwasser aufladen, dürfte das, glaube ich, auch kein Problem sein. Aber ihr seht schon, wir kriegen ganz schön schnell wieder Durst. Dementsprechend solltet ihr mal gucken, woraus ihr trinkt. Hier, das sollte Süßwasser sein. Ganz genau, hier, da ist auch schon dieses Dehydration oder, ja, ganz genau, ist jetzt ebenfalls weg. Ihr solltet also aufpassen, aus welchen Gewässern ihr trinkt. Insgesamt gibt es drei verschiedene Gewässer. Zum anderen haben wir hier schmutziges Wasser, was man gerade in Sümpfen, in Sumpfgebieten sowie in Dschungelgebieten, habe ich glaube ich auch sowas schon bekommen, ebenfalls ergattern kann, wenn wir da mit einer Glasflasche rumhantieren sollten. Salzwasser, wie gesagt, aus Ozean und kaltes Wasser gibt es mehr oder weniger in Eisgebieten. Salzwasser und das schmutzige Wasser kann man ebenfalls auch normal craften mit einer normalen Wasserbottle und Dirt. Fragt sich auch nur, warum man das überhaupt machen möchte, weil man da schon ziemlich viel Schaden mitbekommen kann. Sollte man jetzt hier eine Glasflasche nehmen und Salzwasser aus dem Ozean fischen, das sieht dann so aus. Ich hoffe, das ist eine normale Waterbottle. Ich gehe mal hier etwas weiter mehr ins Ozean, in den Ozean. So, hier sollte auf jeden Fall, genau, hier sehen wir Salzwasser. Dann könnt ihr diese in einen Ofen packen und dann könnt ihr daraus normales Wasser schöpfen. Hier ist unsere Truhe. So, ganz genau. Das Kaltwasser hingegen kann man ebenfalls craften mit einem Schneeball und einem Waterbottle und hat den positiven Effekt, dass wenn ihr in der Wüste seid und euch ist tierisch warm, dass ihr dieses Ding schnell zu euch nehmen könnt und dann wird euch um einiges, ja, wird die Körpertemperatur auf jeden Fall gesunken. Ja, ansonsten ist es ziemlich nervig mit dem Wasser. Für die Leute, die das fast schon zu nervig finden, für die gibt es ein neues Element und zwar ist das Camel Pack. Das Camel Pack kann man ganz einfach craften mit einer Glasflasche, mit einer vollen Glasflasche und einiges an Leder und dann bekommt ihr dieses Camel Pack. Das müsst ihr halt mit mehreren Water Bottles aufladen und dann habt ihr ein 100% volles Camel Pack bzw. einen Wasserspeicher. Den könnt ihr mitnehmen und euch anziehen. Das sieht dann so aus, zack. Und dann könnt ihr, die Sicht gefällt mir. Also ich weiß nicht, das ist schon cool gemacht. Und dann habt ihr so eine Art Wasserspeicher immer mit dabei und dann geht euer Wasser im Survival-Modus wohl bemerkt. Wir sind hier, wie gesagt, im Creative-Modus, dementsprechend dann direkt auf 100%. Aber dieser geht natürlich auch irgendwann zur Neige. Aber sieht ganz lustig aus. Ja, das ist sozusagen das Camel Pack. Dann ist anzumerken, dass auch das Steak ebenfalls schlecht werden kann. Nach 7 Tagen habt ihr Rottenflash bzw. Rottenfood heißt das dann. Also ein Essen, das man wirklich gar nicht mehr zubereiten kann. Wie kann man das jetzt aufbewahren? Unter anderem mit diesen Elementen hier. Wir haben ja unter anderem einen Freezer, um den zu bauen, braucht man so einen S-Key oder S-Guy. Hierzu benötigt man Lapis Lazuli, ein bisschen Schnee und ein Chest und schon hat man das Ding, beziehungsweise ein Freezer. Ich denke mal, das ist so eine Art Upgrade. Um diesen zu craften, benötigt man einiges an Eis sowie Eisenblöcke. Solltet ihr den gebaut haben, könnt ihr den einfach irgendwo hin platzieren. Zack und zack und dann könnt ihr halt das Fleisch reinpacken, dann hält es länger frisch. Ja. Ganz genau, das ist sozusagen das Getränk. Jetzt kommen wir, bevor wir jetzt zu den Angstzuständen und den Luftqualitäten kommen, möchte ich euch ganz kurz eine neue Physik in Minecraft zeigen, die mit dieser Mod hinzugefügt bekommen. Und spätestens jetzt werden sich bestimmt einige drüber aufregen, dass es sowas gibt, weil das ist echt beschissen. So, normalerweise kennt man das ja so, man kann jetzt einfach mit Holz ganz einfach ein Haus beispielsweise craften, aber mit dieser Mod, diese Mod soll es ein bisschen realistischer machen, das heißt, man kann nicht x-beliebige Blöcke hier an einem Holzstück dran klatschen, also ab einer gewissen Länge fällt ein gewisser Teil ab.
Das wäre in dem Fall, ja, ab drei Blöcke, wenn man hier drei Blöcke dran geklebt hat, fällt der vierte Block praktisch runter. Das ist schon nervig, man kann natürlich hier Stützen dran bauen, das ist natürlich kein Problem, aber naja, ich weiß nicht, also es ist schon ätzend. Dasselbe natürlich auch mit Bricks, da wird ebenfalls nicht verschont. Zack, das ist schon nervig. Was auch interessant ist, ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier den Block wegnehme, dann bricht alles zusammen. Also wenn ich hier den Block jetzt abbaue, dann fällt hier einiges zusammen. Das sieht dann so aus. Also solltet ihr tierisch aufpassen. Wie gesagt, soll ein bisschen realistischer wirken. Bei Cobblestone ist es sogar noch schlimmer. Da ist nur die Länge auf 3, beziehungsweise hier auf 2 gesetzt. Der Rest fällt einfach ab. Das heißt, ihr müsst auch tierisch in Höhlen aufpassen. Dazu komme ich aber auch gleich. Und was ebenfalls nervig ist, ist Sand. Ihr könnt keinen Sandturm mehr bauen, weil sich der in sämtliche Richtungen zerteilt. Ich wollte nämlich in irgendeiner Höhle oder sowas, dasselbe passiert im Übrigen auch mit Erde, mich hochbauen, aber das ging nicht, weil das passiert ist. Das ist quasi immer hier so runtergerutscht. Also solltet ihr tierisch aufpassen. Dasselbe auch, wenn ihr euch hier runtergraben solltet. Da seht ihr auch schon, das kracht immer so ein bisschen zusammen. Das versucht sich so ein bisschen zu ebnen. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, einen Turm könnt ihr auch nicht bauen. Ab erst, wenn sich so ein Kreuz gebildet habt, könnt ihr wieder den nächsten Sandblock oben draufstellen. Na gut, kann man sich aber bestimmt dran gewöhnen. Ist bestimmt zeitweise schon ziemlich lustig. Natürlich werden dann sämtliche Blocks geupdatet, wenn man hier sich irgendwie reingräbt. Da sieht man schon, dass man hier so einen kleinen, sich das hier so ein bisschen ausgleicht, indem andere Sandblöcke ebenfalls nachrutschen. Das ist sozusagen die neue Physik, die mit dieser Mod hinzugefügt wurde. Genau, das wollte ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal in ein Schneegebiet. Da können wir zum einen die Kältetemperatur nochmal sehen. Da gibt es auch noch eine Neuerung wegen dem Eis. Und gleichzeitig können wir auch mal die neue Dimension betrachten und gleichzeitig die Luftqualität, bevor wir mit der Angst und den Halluzinationen weitermachen. Ja, und damit bin ich auch schon in ein kleines Schneegebiet gereist und hier gibt's auch ein paar kleine lustige Änderungen. Zum einen ist es hier bitterkalt, ihr seht schon, der Balken ist auf hellblau und wie man diesen ein bisschen erwärmen kann, ist zum Beispiel, dass wir uns irgendwie eine warme Rüstung anziehen, aber auch Schafe können uns hierbei helfen, um uns ein wenig aufzuwärmen. Ihr seht schon, wenn ich hier hingehe, Unsere Temperatur ist ein wenig erhöht, jetzt ist es wieder im grünen Bereich, weil wir hier in der Nähe von Schafen sind, die uns ein wenig erwärmen. Natürlich sind Fackeln ebenfalls hilfreich, generell Feuer kann uns ebenfalls erwärmen. Gleichzeitig möchte ich euch hier eine weitere neue Physik zeigen, beziehungsweise eine Physik von Blöcken, ein Verhalten von Blöcken, und zwar ist das Eis. Ihr könnt auf Eis einbrechen, das hat hier vorhin kurzzeitig funktioniert, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, es kommt immer drauf an. Ja, da ist es passiert. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Irgendwann geht das kaputt, also solltet ihr aufpassen, wenn ihr über Eis laufen solltet. Gleichzeitig werdet ihr nämlich sonst wird es nämlich dann noch kälter. Das ist praktisch hier noch ein paar Besonderheiten. Das sind die Besonderheiten hier in diesem Schneegebiet. Und jetzt hüpfen wir mal schnell zur neuen Dimension. Ja, und um in diese Dimension zu reisen, benötigen wir diesen Elevator, der ziemlich teuer ist. Dort können wir dann auch, wie gesagt, nochmal den Luftdruck und ja eventuell auch diese Angst, diesen Angstzustand, wo man Halluzinationen bekommt, ebenfalls ausprobieren. Doch ganz kurz, wie craftet man diesen Elevator? Hierzu benötigt man einige Diamantspitzhacken, sowie ziemlich viel Eisen, beziehungsweise Eisenblöcke. Für den unteren Teil, für den oberen Teil benötigt man unter anderem eine Redstone-Lampe, sowie ebenfalls ganz viel Eisen. Oh, es regnet, sehr schön. Und als wäre dies nicht genug, müssen wir diesen Elevator auf Bedrock stellen, damit dieser funktioniert. Denn diese neue Dimension sieht so aus, dass es eine riesige Höhle sein wird. Dementsprechend werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen ausrüsten müssen, denn wir werden auch gleich dort im im Survival-Modus rumrennen. So, gerade mal die Diamantrüstung angezogen. Und ich habe das hier unten schon ein bisschen vorbereitet. So, hier ganz genau, hier geht's weiter nach unten. Whoop. So, und hier habe ich den Elevator hingestellt. Ihr seht schon hier, ich habe es auf Bedrock gestellt. War das Bedrock? Das müsste Bedrock gewesen sein. Und um jetzt in diese Dimension zu reisen, reicht ein einfacher Rechtsklick auf diesen Elevator. Ihr müsst noch nicht mehr drinnen stehen und schon seid ihr in dieser neuen Dimension. Eine etliche große, unendliche große Höhle mit sehr vielen
Ohrs. Ich habe ja auch unter anderem schon Redstone gefunden, Diamanten habe ich auch gesehen, Gold war hier hinten irgendwo in der Ecke. Es ist schon sehr, 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 sehr erzereich, aber auch gleichzeitig ziemlich gefährlich. Denn ich werde jetzt erstmal wieder in den Survival-Modus springen. Ihr seht schon, die Luftqualität, die ist nicht gerade die beste. Sie sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Was sie sinkt, weiß ich jetzt nicht genau, aber egal. Auf jeden Fall benötigen wir, um hier weiter forschen zu können, um Erz abzubauen, benötigen wir auf jeden Fall frische Luft. Zum einen kann man das mit Leaves machen, aus Bäumen. Das heißt, man stellt hier irgendwie so Leaves hin und dann kann man sich daran stellen und dann hat man wieder, ja, kann man die Luft sich wieder regenerieren. Das ist aber ziemlich umständlich. Wohlbemerkt sei noch, dass die Luft schlechter wird, wenn wir hier auch bei Fackeln stehen, denn diese entziehen ja quasi die Luft, also im übertragenen Sinne. Dementsprechend gibt es eine weitere Möglichkeit, Luft zu ergattern, und zwar mit hier dieser Gasmaske, die man benötigt, auf jeden Fall, wenn man hier in diese Welt geht. Dazu benötigt man unter anderem Airfilters, welche man mit dieser Kohle hier, beziehungsweise kann man auch mit normaler Kohle, nee, scheinbar braucht man diese Holzkohle, sowie entweder mit Wolle, Papier so und ein wenig Eisen, und schon bekommt man diesen Airfilter, und damit können wir diese Gasmaske, sag ich mal, bauen. Ebenfalls benötigen wir diese Lampe hier, die man so baut, mit ein wenig, ja, mit einer Torch und Gold sowie Glas, dann hat man dieses Ding gecraftet. Damit können wir die Luftqualität kontrollieren, denn es kann auch mal sein, dass hier Giftgase, entzündliche Giftgase entstehen können. Das zeige ich euch aber gleich. Dazu muss man einfach hier diese Lampe auf den Boden setzen, kurz anmachen und dann seht ihr schon, die Flamme ist rot, was so viel heißt, hier ist alles okay. Sollte die blau sein, solltet ihr auf keinen Fall eine Fackel zünden, denn dann passiert Folgendes. Ich habe das hier in dieser Kiste hier ebenfalls reingepackt. Das ist sozusagen dieses Giftgas. Am besten gehen wir dafür auch, obwohl, nee, wir bleiben jetzt erstmal hier. So, jetzt, das sieht natürlich grau aus. Normalerweise, ja, jetzt sieht man es auch schon. Es steigt praktisch hier auf. Okay. Das war nix. Warte mal, nimm mal hier das noch. Also eigentlich sollte jetzt... Ich stelle es mal hier hin. Ist das jetzt hier die schlechte Luft? Moment. Luft geht auf jeden Fall runter, das ist klar. Ich kann auch nochmal hier diese Fackel hinstellen. Nein, warte mal. Vorführungseffekt. Einen Moment. Wir nehmen jetzt nochmal hier dieses Gas. Vorhin hat das geklappt. Ja, jetzt geht's. So, das sollte passieren. Genau, das breitet sich nämlich aus. Wow, seht ihr auch schon, weil wir da eine Fackel hingestellt haben, geht das direkt in Flammen. Ich bleib lieber doch mal hier im Creative-Modus und gehe etwas weiter weg. Ihr seht schon, das geht hier auf jeden Fall ordentlich ab. Und wenn wir in diese Wolke reingehen sollten, dieses Rote ist im Übrigen, glaube ich, doch, das ist Feuer, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Gasmaske tragen. Ihr seht schon, wir sind schon direkt vergiftet. Und zwar sieht das auch gar nicht mal so scheiße aus. So, und dann seht ihr auch schon. Sieht auf jeden Fall zum einen sehr, sehr lustig aus. Ich mag dieses Interface und dann kann euch hier nicht viel passieren. Man hört auch diese Atmung. Ich kann hier auch gerne jetzt wieder in den Survival-Modus gehen. Und dementsprechend bekommen wir zum einen hier wieder 100, fast 100% an... Ja, genau. Ja, fast 100% an guter Luftqualität. Und gleichzeitig können wir hier rumlaufen, ohne vergiftet zu werden. Dann gibt es einen weiteren Hut, den möchte ich euch hier noch kurz zeigen, bevor wir die neue Struktur und die Halluzination ausprobieren. Wie gesagt, das ist eine etwas komplexere Mod, aber umso genialere, und ich möchte natürlich so vieles wie möglich abdecken. Es gibt diesen Hardhead, und um den zu bauen, braucht man ein Ironhead, ein Redstone-Lampe, sowie ein wenig gelbe Farbe. Diese, bin ich jetzt im Creative-Modus? Genau, dann kann ich das Ding dann wieder abnehmen. Diese ist nämlich, zum einen sehe ich jetzt nichts mehr, weil es genau meine Augen verdeckt, ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel in Höhen, ich hoffe, man sieht noch was, am besten mache ich das hier, denn es kann mit dieser neuen Physik ja geschehen, dass einzelne Blöcke, einen Moment, runterfallen und die auf euer Kopf fallen, und das soll euch so ein bisschen schützen davor. Das wird wahrscheinlich trotzdem noch wehtun, aber es nimmt scheinbar nicht so viel Schaden, dafür ist dieser Hardhead gedacht. So, ihr seht, hier oben verzieht sich schon das Gas nach oben. Das gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut, wie das alles gemacht wurde. Und ich würde sagen, das war zur Luft. Jetzt werden wir die Angst ausprobieren, beziehungsweise die Halluzination.
Um die am besten zu demonstrieren, werden wir jetzt in diese neue Struktur hier reingehen. Und zwar kann mit dieser Mod auch solche Schächte entstehen. Und diese sind wirklich ziemlich gut, gerade wenn man Rohstoffe farmen möchte. Denn diese bieten eine Art Minensystem für euch bereit. Wir werden jetzt hier mal reinfliegen. Hui! Und schon, seht ihr ja schon, das hier gibt es einige unheimliche Gänge. Das heißt, ich werde jetzt in den Survival-Modus gehen. Und dann geht auch langsam unsere, wenn ich jetzt die Monster auch noch einschalte, langsam unsere, ich hoffe, man sieht noch was, unsere Angst steigert sich, indem diese Angstanzeige nach unten geht. Hier beim Licht sind wir natürlich bei 100%. Diese können wir aufwerten, indem wir an Blümchen, wenn wir hier irgendwie ein Blümchen pflanzen sollen, dann geht diese ebenfalls wieder auf 100%. Außerdem wird diese ebenfalls sinken, wenn man unter Wasser taucht oder nachts rumrennt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Gerade wenn man auf Endermänner trifft, geht diese ganz rapide runter. Da ich jetzt in der Eisenrüstung, Diamantrüstung stecke, dürften wir jetzt kein Problem damit haben. Es wird jetzt ein wenig dauern. Wir werden jetzt hier mal ein paar Endermänner spawnen. Ihr seht schon, es geht so langsam, aber sicher runter. Und mir ist es egal, was hier gerade mit mir passiert. Weil wir haben noch ein bisschen, sollten uns gleich noch was zu essen besorgen. So, dann werde ich jetzt hier mal rumrennen. Das wird ja wohl reichen. Ihr seht schon, die geht rapide runter. 95%. Das werden wir auf jeden Fall jetzt noch. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil diese Halluzinationen sind echt genial, weil dann kann auf einmal irgendwo eine Hexe auftauchen, obwohl die gar nicht da ist. Aber es fängt damit an, dass wir eine Art lilanen Rand um unseren Bildschirm bekommen, welches oder was uns schon mal signalisieren soll, dass wir mal so langsam wieder ins Helle gehen soll, beziehungsweise uns ein bisschen auffrischen sollen. Und ich habe das Gefühl, dass ich gerade 1000 Endermänner angeguckt habe, weil die hier in die Schächte gefallen sind. So, ganz kurz nur. Ich habe hier einen kleinen Cut reingesetzt, damit ihr nicht so lange warten müsst. Wenn man diese Endermänner angreift, dann kriegt man ordentlich Angst. Also ich habe die eben gerade auf die Beine geschlagen und hier ist ein Slime. Der ist bestimmt nicht echt. Da ist er schon wieder verschwunden. Wir bekommen Halluzinationen. Wir sind bereits in der zweiten Phase. Ich bin sofort in die zweite Phase geflogen. Ihr seht schon hier Insanity. Was so viel heißt, dass wir jetzt hier, dass generell der Effekt aufgetaucht ist. Zum einen haben wir jetzt diesen lilanen Rand. Zum anderen tauchen jetzt irgendwelche Sachen auf, wie zum Beispiel eben gerade dieser Slime, der nicht da war. So. Da war eben gerade eine Anzeige von 14,99999999. Das war auch nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, am liebsten würde ich hier so mal eine Hexe sehen oder sowas. Ich hoffe, man sieht noch was. Ich möchte halt nicht den Endermänner wieder in die Augen schauen, aber ich glaube, wir sterben sogar. Wenn wir jetzt auf 0% sind, wir sind nämlich bei 3, da ist ein Creeper aufgetaucht. Die sind aber nicht echt. Die sind nicht echt, ihr seid nicht echt. Oh, ist das unheimlich. So, gucken, da ist wieder ein Slime aufgetaucht, ich habe es genau gesehen. So, wir sind jetzt bei 1,9%, mal gucken, was passiert, wenn wir bei 0 sind. Ich habe einen Gast gehört. Man hört auch Stimmen, ich habe schon mal ein Zischen gehört. Da ist eine Kiste, hier können auch Truhen sein. Ich glaube aber, die ist echt. Ja, die sind echt, hier könnten nämlich auch Truhen sein. Wir rennen mal hier weiter rein, weil hier sind nicht so viele Mobs. Mal gucken, ob die auftauchen. Man hört hin und wieder mal einen Enderman. Das kann aber auch halluziniert sein. Bist du echt? Du bist echt. Okay. Also, was ich gemerkt habe, wenn die echt sind... Ah, da, zum Beispiel hier eine Hexe. Da, die sind alle nicht echt. Der Effekt gefällt mir wirklich sehr gut, dass man einfach halluziniert. Nausea-Effekt manchmal so ein bisschen bekommt. Gerade bei 0% jetzt. Mal gucken, wenn wir auf 0% jetzt landen. Wir sind jetzt bei 0,7. Jetzt sind wir bei 0%. Minus 10. Es gibt auch Minus. Okay, alles klar. Okay, sehr schön. Du bist auch nicht echt. Ja, also mir gefällt diese Mod. Zeitweise kann man bestimmt damit mal spielen, zur Abwechslung vielleicht ein paar Stunden kann man damit bestimmt verbringen oder mal irgendwie sich selber so ein Ziel setzen und sagen, ja gut, irgendwie ja, den Ender-Dragon bis zum Ender-Dragon auf jeden Fall mit dieser Mod zu besiegen. Dementsprechend war das heute mal wieder eine etwas komplexere Mod. Ich hoffe, dass euch diese trotz allem gefallen hat. Wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Mod-Vorstellung wiedersehen. Das war der Lelokopa, wie gesagt, mit einer etwas komplexeren Mod. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.